Willkommen zu einem Video zur PIC-Programmierung in C. Jetzt geht es noch um die BWM-Einheit. Wir werden uns also jetzt näher mit dieser Einheit beschäftigen. Das erste, was wir öffnen, ist das Datenblatt unseres Mikrocontrollers. Das ist der PIC 12-11-1571 bzw. 72 und unser MPLAB. Und beim MPLAB selber bauen wir auf dem Programm auf, das wir gerade vorher geschrieben haben. Das heißt, wir haben also den Takt eingestellt und die BWM auf den RA5 verlegt. So, wir machen jetzt ein neues Programm, wenn wir am besten jetzt dann herstellen. Das heißt, wir legen ein neues Projekt an, wieder Standalone. Hier können wir vielleicht schon Recently Used hernehmen, ja genau, 12-11-1572, wieder unser PIC-Kit, dann wieder unser Compiler und wir taufen das Ganze jetzt PIC 12-11-1572. Jetzt wollen wir den RA5 einstellen. So. Brauchen wieder ein neues C-File, das wir gleich taufen. Haben das Ganze jetzt schon hier. Gehen jetzt hier nochmal rein. Kopieren alles, was wir hier so brauchen, was wir schon geschrieben haben. Gehen in unser neues Teil rein. Pasten das Ganze. Löschen noch die Teile weg, die zu viel sind. Und haben jetzt das Programm einfach hier übernommen. Wir können vielleicht hier noch eine Erweiterung vornehmen. Schreiben wir über diesen gesamten Einstellblock Initialisierung. Und dann haben wir das erste, was wir getan haben, ist die Taktfrequenz. Das zweite war die Binverlegung. So, und jetzt schauen wir schnell einmal in unser Datenblatt. Und zwar dort, wo wir die BWM finden. Hier gibt es ein Blockdiagramm und wir beginnen hier rechts außen mit dem Pin, auf dem die BWM herauskommen wird. Das erste, was wir hier sehen, ist, es gibt offenbar hier eine Richtungskontrolle. Wir müssen also auf die Bordrichtung zugreifen. Es gibt dann einen Output Enable und wir müssen also uns zuerst einmal um die Eigenschaften dieses Pins hier kümmern. Schauen wir mal, wo das beschrieben ist. Wenn wir hier weitergehen, gibt es also Fundamental Operation, um das werden wir uns noch nicht kümmern, aber hier um die Pin Configuration. Und da steht folgendes, wir müssen als erstes einmal die Richtung richtig einstellen, dann gibt es die Möglichkeit, die Anstiegszeit des Signals über SlewRail Control in zwei Arten zu beeinflussen, langsamer oder schneller. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass wir als Ausgang entweder eine Push-Pull-Stufe nehmen, also aktive Spannungen ausgeben, oder eine Open-Drain-Control, das heißt, wir hängen also nur mit unserem Ausgangstransistor draußen und müssen extern über einen Widerstand das Ganze beschalten, um das Signal sichtbar zu machen. Was wollen wir tun? Also wir werden also das hier mal anschauen, was wir hier brauchen. Gehen wir vielleicht noch mal hier auf beim BWM-Modul auf die Register, die wir brauchen. Vielleicht noch einen weiter, um einen Eindruck zu bekommen, was alles notwendig ist. Und jetzt sehen wir hier, fast schon erschreckend, sehr, sehr viele Register, die eingestellt werden müssen. Aber wir brauchen uns einmal nur auf die konzentrieren, wo BWM1 dabei steht. Das heißt, in Wirklichkeit sind das andere nur Wiederholungen. Das heißt, wir müssen also diesen ersten Teil hier kümmern. Das ist also das Erste, was wir brauchen. Dann haben wir gesagt, wir wollen gerade den Pin einstellen. Das heißt, wir werden jetzt hier mal zu unserer Bordeinheit wechseln.
jetzt da oben I/O Board und schauen wir uns einmal diese Boards hier an. Wir sehen also schon, wir haben also unterschiedliche Möglichkeiten, die Board-Eigenschaften einzustellen. Einmal die Data Direction, also die Richtung über Trees. Dann über Board können wir lesen, über LUT können wir schreiben. Dann gibt es einen Input-Level-Control für Eingangsfunktionen. Es gibt diesen OTCON, haben wir gerade gesagt, Open Drain und Slew Rate. Und dann gibt es noch Eingangsfunktionen, die uns aber hier jetzt nicht interessieren. So, schauen wir mal, wo wir das hier alles finden werden. Das heißt, gehen wir einmal hier auf die Summary of Registers. Das ist das hier, was wir alles brauchen, um so ein Board einzustellen. Geben wir es der Reihe nach durch. Wir wissen schon aus dem zuvor Gesagten, was alles notwendig ist. Also die Ansell ist nur für eine Eingangsfunktion notwendig, wenn wir Analogsignale verarbeiten wollen. Alternativ Build Function Control haben wir schon verwendet, um die BWM zu verlegen. Input Level ist also ebenfalls nur, wenn wir einen Eingang nehmen. LATA brauchen wir zum Rausschreiben. OTCON A, das ist also für uns interessant. Open Drain Control. So, den werden wir brauchen. Aber das Erste, was wir einmal brauchen, ist der Trees. Wir wollen ja überhaupt einmal die Richtung einschalten. Und wir werden einmal hier schauen mit Trees A. Gehen wir also hier auf 113. Und bei 113 sehen wir das Register Trees A, das Einstellregister. Das werden wir mal jetzt herkopieren. Hier unterhalb rein und werden hier mal schauen, was wir hier brauchen. Wir brauchen also den RA5, das heißt also, das wird Trees A5 sein. Tragen wir hier Trees A5 manuell ein und den setzen wir auf Ausgang, das heißt, wir schreiben einen Nuller hier rein und wissen jetzt RA 5 Ausgang. Das passt einmal fürs Erste. Jetzt können wir noch sagen: Bin-Initialisierung. So, jetzt haben wir ihn als Ausgang. Jetzt müssen wir entscheiden, ob wir den Ganzen als Push-Pull oder Open Collector betreiben wollen. Das heißt, wir nehmen also hier dieses OTCON A her, kopieren es hier drunter, Bits. Und schauen jetzt, was wir brauchen. Wir wollen also hier den Board-Bin als Push-Pull betreiben. Das heißt, wir müssen 0 hier reinschreiben. Das heißt, wir brauchen hier oder 5 ist gleich 0. So. Jetzt haben wir den Ausgang Push-Pull eingestellt. Also aktive Spannung kommt raus, wir brauchen nichts beschalten. Das nächste, was wir hier noch uns anschauen, ist dann die Slew Rate Control. Wie steil soll die Spannung sein, die herauskommt? Und bei den Slew Rate Control können wir auch schauen, dass wir hier, also hier, wir wollen machen die maximale Slew Rate, also wir werden das auf 0 einstellen, also SLAAA. Ist SLAAA 5 ist gleich 0. So, maximale Spannungs Anstiegszeit. Stimmt das eigentlich? Na, maximaler Spannungsanstieg ist es in diesem Fall. Es ist also sehr steil, maximaler Spannungsanstieg. So, und damit haben wir unseren Board-Bin schon fertig konfiguriert. Mehr gibt es nicht. Der Rest ist für die Eingangsfunktionen. Das heißt, mit diesen drei Befehlen weiß jetzt unser RA5, dass er ein Ausgang ist, dass er ein aktiver Ausgang ist, der Spannung ausgibt und dass die Spannung sehr schnell ansteigt. Und jetzt können wir das Ganze noch programmieren, damit das Ganze bleibt. Das heißt also, wir sehen hier, es ist also ein Main Project, weil es fett ist. Programmieren wir es. Schauen wir mal, ob eine Fehlermeldung kommt.
So, der Pick wurde gefunden, gelöscht, programmiert. Alles ist da, sieht gut aus. Die einzige Möglichkeit, die wir momentan haben, ist also noch die Taktfrequenz anzuschauen, noch immer 2 MHz. Das heißt also, von der Seite her ist es okay. So, was haben wir getan? Wir haben also jetzt nichts anderes getan, als für die Pulsweitenmodulation unseren RA5 entsprechend hergerichtet, damit wir weiter tun können. Alles weitere im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, alles Gute.